mein erster Besuch 2024 hier im Disneyland Paris. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem ersten Vlog aus dem Disneyland Paris 2024. Heute ist Sonntag, der 7. Januar. Und ja, ein ungewöhnlicher Anreisetag für mich. Und der Hauptgrund, warum ich hier bin, ist natürlich morgen der Start der neuen Drohnenshow. Electrical Parade in the Sky. Aber ich dachte, ich reise schon mal einen Tag früher an. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Möchte heute vielleicht Asha treffen. Die ist ja heute jetzt zum letzten Mal da, bis sie dann in der Show ab Februar auftritt. Ich habe zwar den Film mal noch nicht gesehen. Wird spannend, was ich mit ihr so berede, weil ich habe keine Ahnung. Aber das ist mein Plan für heute Nachmittag. Ich gehe jetzt mal kurz in den Disneyland Park. Heute ist ja der letzte Tag auch noch der Weihnachts-Christmas-Season. Ob ich mir nochmal die Parade anschaue, mal gucken, vielleicht spontan. So viel dazu. Ansonsten morgen ist auch ein sehr aufregender Tag. Heute bin ich auch alleine und lasse mich treiben. Morgen kommt dann Sam for Good, die kennt sie schon. Und dafür bringen wir den Nachmittagabend zusammen. Denn wie gesagt, morgen startet die neue Drohnenshow. Da sind wir auch eingeladen vom Disneyland Paris in einen reservierten Platz, um die Drohnenshow zu sehen. Und danach gehen wir noch in die Brasserie Rosalie zum Essen. Da wurden wir dann auch noch eingeladen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ihr seht noch, der Weihnachtsbaum steht. Heute wahrscheinlich der letzte Tag. Disneyland Paris ist ja immer so, die sieben Zwerge kommen über Nacht und dann verschwindet immer mehr. Das wird auch wahrscheinlich schon direkt morgen, ob der Weihnachtsbaum morgen direkt schon weg ist, glaube ich noch nicht. Aber die werden jeden Tag, wird weniger von der Weihnachtsdeko dann mehr da sein. Das war, glaube ich, kein richtig deutscher Satz, aber egal, ich habe mich schon verstanden. Und übrigens gehöre ich nicht zu Rudolph the Red-Nosed Reindeer, falls ihr denkt, warum hat die denn so eine rote Nase. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft von meiner Erkältung, die ich mir von der, oder Grippe, die ich mir von der AIDA mitgebracht habe. Und Nase ist leider immer noch ein bisschen, verschnupft. Deswegen, ja, falls ich eine rote Nase habe heute und morgen, ich gehöre nicht zu Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Immer so ein Indikator, wie voll es ist, ist die Wartezeit von Big Thunder Mountain. Aktuell gegen 13.50 Uhr. Das erste Character-Meeting im Jahr 2024. Es wird Minnie und Pluto sein zusammen. Wir sind hier wieder bei Cowboy Cookout. Ich habe ja vor einigen Tagen erst ein Video hochgeladen, wo man im Park überall Charaktere treffen kann. Und die zwei, oder der Punkt hier generell, steht nicht in der App und auch nicht hier irgendwo angeschrieben. Das heißt, es ist ein spontan Meet and Greet, das aber eigentlich regelmäßig stattfindet. Und das alles erkläre ich euch in diesem Video, wo man Charaktere treffen kann, auch die nicht in der App stehen, welche Charaktere man antreffen kann. Also ja, hier wieder Minnie und Pluto. Donald und Daisy sind auch wieder da, in demselben Spot wie beim letzten Mal, in der Nähe von Indiana Jones. Und wie gesagt, in dem Video markiere ich euch in der App, wo genau die Location sich befinden. Hier stelle ich mich jetzt nicht an. Ist moderat, ist so in Ordnung. Also bei Chip and Dale oder bei Stitch oder bei Winnie Pooh ist auf jeden Fall mehr los als jetzt hier bei denen. Weil es halt, wie gesagt, nicht so viele wissen. Bei Casey's Corner habt ihr Tiger und Ferkel. Ich werde mich jetzt nicht anstellen können. So viel ist hier los. Weil ich zu Asha möchte, die im Fall nach 3 kommt. Deswegen werde ich mich jetzt gleich in die Studios aufmachen. Aber kann man hier auch antreffen. Ich wurde auch gefragt, ob ich mal zeigen kann, wo denn dieses Jahreskartenbüro, diese Pop-Up-Surprises sind. Die sind hier drin, in diesem unteilbaren Gebäude. Das ist Discoveryland. Da kommt man aus dem Fantasyland. Hinter mir ist das Schloss und die Castle Stage. Und da ist dieses Gebäude. Und da finden die Pop-Up-Surprises statt. Vom 12. Januar bis zum 3. Februar jetzt demnächst. Ich glaube aber, das meiste ist jetzt schon ausgebucht. Und ist ja nur für Jahreskarteninhaber. Das haben mich auch viele gefragt, was sind denn diese Pop-Up-Surprises? Das sind Character Meet and Greets, meistens zwei, also meistens war bisher nur einmal.
Und beim ersten Mal waren es zwei Charaktere. Damals war es Tinkerbell und oder Oswald und Hortensia. Also Tinkerbell auf jeden Fall und dann entweder Oswald oder Hortensia. Jetzt wird spekuliert, dass es Mirabelle sein soll und der zweite, keine Ahnung, wer es sein wird. Auf jeden Fall, hier befindet sich das Jahreskartenbüro. Es gibt neue Pins für 2024. Das seht ihr jetzt hier. Einmal hier der aussieht wie eine Münze. Dann das Cover für eure Karten. Den finde ich echt schön. Dann gibt's die hier noch. Ja. Und das Lanyard. Hier sieht man sie auch nochmal. Hier mit Schloss. Das ist ein bisschen pastell-neon-gelbisch. Pastell ist es ja nicht. Ein bisschen Schreifarben, würde ich sagen. Also sehr auffällig. Also den finde ich super schön. Auch die. Naja. Und hier gibt es noch so ein Lanyard mit mehreren Pins dran. Wie gesagt, ich finde ich so im Film-Business. Ich zeige euch gerne, was es hier noch so gibt. Hier gibt es noch ein paar Stitch-Pins. Stitchmas und Ho Ho Ho, Who Wants Snow. Und hier noch ein paar Stitch. Mini. Auch noch mal, hier ist die Stitch-Kollektion. Ja. Ich glaube, die sind auch neu zum Valentinstag. Da steht was Neues. Also gestern, 6. Januar, kamen die 2024 Sachen raus. Und ja, also die sind brandaktuell. Ja, ich habe es in die Studios geschafft, habt ihr gesehen. Und ihr könnt es vielleicht hinter mir sehen, wo ich bin. Ich möchte Asha treffen. Heute zum letzten Mal, bevor sie Kurzpause macht, bevor sie dann zurück in der Show ist im Februar, in der neuen Million Splashes of Colors Show. Mirabelle wird ja dort sein und noch Asha. Und das ist der letzte Tag, der Nachmittagsslot und ich war jetzt eine Dreiviertelstunde vorher hier und bin natürlich nicht die Erste. Ich war ein bisschen spät, hätte ein bisschen früher herkommen sollen und mir hat der Castmember gesagt, dass es ja ungefähr 2,5 Stunden Wartezeit ist. Ja, ist halt so. Ich habe eh nichts vor. Ich möchte vielleicht mich hier in eine Magician später gucken und Gyros essen hier. Das habe ich letztes Mal schon essen wollen. Das werde ich mir vielleicht holen. Und vielleicht gehe ich mal in die Hero Station und treffe irgendwie einen super Helden oder so. Ansonsten habe ich heute wirklich nicht so viel vor. Dementsprechend kann ich auch hier warten. Ich bin dick eingepackt, habe meinen Sitzhocker. Kann ich euch, findet ihr auch unten wieder in der Amazon-Liste Must-Haves fürs Freizeitparks. Und da findet ihr auch den Sitzhocker, auf dem ich gerade sitze. Super praktisch für solche Gelegenheiten wie jetzt. Und ja, dementsprechend sehen wir uns wahrscheinlich gleich erst wieder, wenn ich Asha getroffen habe oder treffe. Da ist es. Ich bin endlich im Warmen nach 1:15. Aber werde hier noch ein bisschen warten. Aber sie ist sehr süß, auf jeden Fall. Und sie wirkt sehr nett. Ich werde sie wahrscheinlich fragen, ob sie jetzt bald wieder zurück in ihr Königreich geht. Also sie geht ja jetzt bald zurück in ihr Königreich. Macht eine kurze Pause und kommt ja dann wieder mit. Und da frage ich, was Valentino gerne in seiner, keine Ahnung, weiß ich nicht, was er macht. Oder was in Valentino dann in der Zeit macht, wenn sie dann wieder hier zurück ist oder so. Irgendwie sowas. Asha macht gerade Pause. Und hier könnt ihr jetzt mal die Kulisse nochmal sehen. Also ich kenne schon mal auf jeden Fall, dass Valentino und Stern heißt. So heißen die Sidekicks. Ja, das ist anscheinend das Königreich der Wünsche. Und mehr kann ich euch leider nicht sagen. Ja, ich muss den Film noch gucken, ich weiß. Aber ob ich es jetzt ins Kino schaffe oder jetzt muss ich mal kurz hier gerade welche Fotos machen. Oder ob ich auf Disney Plus warte, weiß ich noch nicht. Aber die Kulisse ist echt süß. And welcome. Hello. Exactly. It's not the same, but it's a nice reminder that I have a signature. I'd love to sign.
Yes, oh, it's perfect. Did you know that purple is the color of hope? Okay. It's perfect for making wishes. Yes. Thank you so much. I'm going to keep it safe for you. Thank you so much. There you go. So, let's have a picture? Absolutely. Yes. I'm the first one to stand there. Oh my god. They don't pay me enough for this. Perfect. Oh, let's cross our arms back to that. There you go. Can we have one for Valentino? Of course. How about you stand maybe right in front yes. of us? Perfect. Now, maybe we can make a wish with our hands. Perfect. And can I only take a picture, like, picture of her? Of course! Of course. Perfect. Do you want to say hi to the camera, Asha? Yes. Hello! I'm Asha, and I'm from Rosas, the kingdom of wishes. Oh. Reminding you to keep on wishing. Oh, perfect. Thank you so much, and see you soon yes. in February. Oh. Safe travel to your kingdom. Thank you, yes. I appreciate that. Bye. Bye, have a wonderful rest Thank of your you. day. Bye. Nochmal, um euch die Unterschrift zu zeigen, wie sie unterschreibt. Das ist Aschas Unterschrift. Also ich habe jetzt, glaube ich, 2 Stunden gewartet. Also ich habe mich um 3:30 hingestellt. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Ja, 4:30. Also ich habe 2 Stunden gewartet. Ja, ist okay. Aber sie war super nett. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Film, aber sie war sehr, sehr nett. Ich habe sie gefragt, weil sie geht ja jetzt zurück in ihr Königreich bis Februar, bis zur neuen Show. Habe ihr eine gute Reise gewünscht. Sie vermisst Valentino, hat sie gesagt. Und dass auch Lila die Farbe der Hoffnung ist, glaube ich. War es Hoffnung? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, sie war sehr, sehr süß und ich freue mich auf jeden Fall, sie im Februar dann wiederzusehen in der neuen Show. Direkt neben dem Meeting gibt es auch einen Shop. Ich weiß nicht, ob er jetzt bestehen bleibt, wenn Asha jetzt weg ist. Aber viele Wish-Produkte sind 30% reduziert. Nicht alle. Exkludiert sind Erwachsenenmode, Schmuck, Plüschtiere, Soft Dolls, also softe Puppen. Light-Up-Necklace und Funko-Pop-Figuren und das Buch. Aber wahrscheinlich hat die Kinder, also nur Erwachsenenklamotten, die Kinderklamotten sind wahrscheinlich reduziert. Ich weiß nicht, ob das Ornament reduziert ist, aber hier steht auch mal 30% hierfür. Ja, die Plüschtiere leider nicht. Die Ohren, keine Ahnung, man weiß es nicht. Also, ja, das sind schon sehr kuschelig, der Stern. Spirit Jersey habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, es sind noch ein paar Sachen auf jeden Fall hier im Shop. Valentino, der schläft, ist auch ganz süß. Schauen wir uns doch mal an, wie Frozenland aktuell oder Arendelle gerade aussieht. Eine super Möglichkeit dafür ist, ihr müsst mit den, wie heißen sie eigentlich, mit diesen Fallschirmen fahren im Toy Story. Toy Soldiers Parachute Drop, genau. Mit denen jetzt müsst ihr fahren. Single Rider sind so 5 bis 10 Minuten aktuell. Und wenn ihr aussuchen dürft, dann nehmt Sitz Nummer 4. Dann habt ihr den besten Blick über Arendelle und wie es gerade aussieht. Ich bin sehr gespannt und schauen wir uns auch mal an, wie Arendelle gerade aussieht. Sogar bei Single Rider hatte ich Glück und habe Sitz Nummer 4 bekommen. Also wie gesagt, wenn ihr aussuchen dürft, Sitz Nummer 4, da seht ihr Arendelle. Ich muss sagen, man sieht auch mal die Updates auf X oder so oder auf den ganzen anderen Seiten. Da steht dann, ja, das Gebäude nimmt schon Form an und so und der Berg und so. Ich sehe da immer noch eine Baustelle. Aber es wird auf jeden Fall. Es ist schon mal besser als vor ein paar Monaten. Und der See wird auch ausgehoben und so weiter. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, die Aufnahmen, weil es sind jetzt 15 Sekunden oder 20, wo ich hoch und runter fahre. Und dann hat man gar keine Möglichkeit, sich das genau anzuschauen.
Womit kann man sich im Winter besonders gut aufwärmen? Mit Shows gucken. Das heißt ja, ich gehe jetzt zu Mickey the Magician, habe ich lange nicht mehr gesehen. Schaue ich mir jetzt an, wärme mich ein bisschen auf und entspanne ein bisschen. Und danach gehe ich mir Gyros holen. Ich hoffe, es gibt noch welches. A true magician always keeps his promises. Un vrai magicien tient toujours ses promesses. Good luck, Mickey. Quoi? Un chapeau qui parle? Waouh! C'est à toi! Lives in our hearts. Mwah, magnifique. So langsam ist mir kalt, vor allem an den Beinen. Die Show war so schön, also wirklich. Mickey the Magician, einer meiner Favoritenshows hier. Dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Super schönes Ziel mit König der Löwen, mit Beauty and the Beast natürlich, Aladdin, Frozen, also ganz viele tolle Charaktere dabei. Man entspannt ein bisschen und sieht eine wunderschöne Show. Ja. Ich war jetzt eine halbe Stunde früher da, das war ausreichend, aber wenn ihr an vollen Tagen seid, früh genug da, damit ihr auch einen Platz bekommt. Ich gehe jetzt mal nach dem Gyros schauen. Hier seht ihr mal das Gyros, 6 Euro kostet es mit Salat und Soße. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so einen Hunger jetzt, vielleicht holen wir noch eine zweite Portion, wenn es schmeckt. So, und so sieht das fertige Gericht aus für 6 Euro. Das ist natürlich ein bisschen klein, aber an den Ständen hier ist immer alles relativ klein und teuer. Ich hoffe, es schmeckt. So, probieren wir mal. Das Fleisch ist gut. Ja. Also, bei uns zu Hause, in Deutschland, natürlich für 2-3 Euro mehr im ganzen Döner. Aber dennoch so als kleinen Zwischenschneck ist es echt lecker. Es gibt ein neues Set bei Pandora. Ich werde übrigens bei diesem Trip kein eigenes Merchandise-Video drehen, weil es nicht so viel neues Merchandise gibt. Das heißt, das Merchandise werdet ihr in den beiden Vlogs sehen. Ja, wie gesagt, hier immer das Cinderella-Set für 99 Euro die Kette, die Ohrringe 59 Euro. Aber es gab so ein ähnliches Set schon mal vor ein paar Jahren. Ich habe nämlich das Set mit inklusive Ring. Den Ring gibt es anscheinend in Gold hier auf dem Bild. Ich weiß, ob es den auch hier im Park gibt. Ich weiß, ob das Set hier auch in Gold gibt.
Hier seht ihr den Schuh als Charm und hier seht ihr das ganze Set nochmal auf dem Armband. Ja, jetzt funktioniert's. Ja, sieht ganz hübsch aus. Hier seht ihr mal die Preise. 59 Euro für den Charm. Die Ohrringe auch 59 für die Kette. 99. Könnt ihr das sehen im Licht? Ich habe den Schnee mitgebracht. Aus der Schweiz. Es schneit. Gestern war ich schon im Schnee. Jetzt ist er hier im Disneyland angekommen. Mal gucken, ob er liegen bleibt. Es gab ja hier den Magneten, den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Jetzt gibt es neue Rahmenmagneten, und zwar hier mit den Prinzessinnen und Toy Story. Und 2024 gibt es auch. Kostet 5 Euro und die Rahmendinger kosten 9 Euro. Jetzt natürlich bei dem Wetter super begehrt sind diese Fleece-Pullover. 46 Euro kosten die. Gibt es mit verschiedenen Charakteren. Stitch. Dann haben wir einmal Grumpy. Einmal hier. Und einmal Mickey. Seht ihr da? Es gab auch mal Minnie, sehe ich es aber nicht mehr. Kann auch sein, dass sie wieder ausverkauft ist. Ich schaue mal, wenn ich sie morgen sehe, zeige ich euch sie mal. Ansonsten, ja, Mützen von Pirates of the Caribbean, hier in Rot und in Schwarz. Kosten 23. Was Neues ist diese Schmuckschatulle von It's a Small World, ich schätze mal ins Licht. Genau, ist aus Papier und in der Mitte dreht sich das Small World Zeichen, das spielt auch die Musik. Da habt ihr dann so zwei Schubladen, hier ist auch noch eine. Ja, für 30 Euro. Und dann gibt es noch so ein Tassen- und Tellerset von It's a Small World, kostet 30 Euro. Schaut euch das an. Alle Türmchen leuchten, bis auf in der Mitte zwei quadratische und der goldene. Aber alle Runden haben jetzt Lichter. Und ich vermute, oder es ist wahrscheinlich so, dass die Beleuchtung was mit der neuen Drohnenshow zu tun hat, weil die integriert werden wird. Ja, bin gespannt auf morgen. Freue mich sehr. Weil mir der Skyros jetzt nicht genug war und ich ein bisschen Hunger habe, bin ich jetzt ins Fuente del Oro gegangen, weil wenn ich mit den anderen hier bin, mit den Mädels, dann mögen die das Fuente del Oro nicht. Deswegen gibt es immer Krisendiskussionen. Jetzt bin ich alleine und kann hier einfach meinen Burrito essen, weil er mir wirklich gut schmeckt. Die anderen mögen das ja nicht. Plus die Nuggets habe ich mir geholt, die echt teuer sind für den Preis. Die kosten auch 7 Euro. Der Burrito auch 7 plus eine heiße Schokolade. Mit Jahreskartenrabatt habe ich jetzt 15 Euro bezahlt. So, ich bin gut gestärkt, aufgewärmt. Jetzt vielleicht fahre ich jetzt noch eine Runde It's a Small World für ein anderes Video, was ich gerade mache. Und ich denke mal, da werde ich langsam meinen Koffer wieder abholen am Bahnhof und Richtung Hotel gehen. Ich übernachte dieses Mal im Campanile, im Partnerhotel. Und da nehme ich euch dann auch noch mit, zeige euch mein Zimmer und beende dort das Video. Aktuell läuft die letzte Christmas-Parade für dieses Jahr, für diese Season. Seht ihr da? Guck mal, wie schön das Schloss beleuchtet ist. Ich bin überhaupt nicht mehr in Weihnachtsstimmung, aber die Parade geht halt immer. Ich bin froh, dass ich sie noch ein bisschen sehen kann. Für mich alleine. Ja, immer schön, auch sich aufzuwärmen, auszuruhen. Da ist übrigens der eine Puppe mit Rollstuhl. It's a small world. Ich weiß, ich habe eine grandiose Stimme zum Mitsingen. Sollte das meinen Mitfahrenden nicht antun. So, ich zeige euch jetzt das Zimmer hier im Campanile. Ich musste gerade zweimal zur Rezeption nochmal zusätzlich laufen, weil mein ursprüngliches Zimmer die Hotelkarte nicht funktioniert hat. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt bin ich drin und ja, es ist sehr schön. Ich zahle für 2 Nächte 150 Euro inklusive Frühstück. Ich bin jetzt nicht der größte Frühstücker. Wenn ich unterwegs bin, aber jetzt ist es inkludiert. Ich werde kurz auch morgen mal vorbeischauen
und euch das dann wahrscheinlich morgen im Vlog zeigen. Ja, das ist das Badezimmer. Sieht echt alles ganz gut aus. Hier ist eine Dusche, inklusive Badewanne. Und ich habe mich für das Hotel entschieden, weil halt es den kostenlosen Shuttle gibt. Ich sehe mittlerweile richtig schlimm aus. Und das halt in der Nähe ist. Ich habe ja kein Auto und die Mädels sind ja nicht da. Genau, dann habt ihr hier auf jeden Fall ein Hochbett. Ein Etagenbett für Kiddies oder sonstige Erwachsene. Ein großes Doppelbett. Sieht alles sehr freundlich und hell aus. Dann habt ihr hier noch einen Fernseher. Einen großen Spiegel. Steckdosen. Eine kleine Lampe. Einen Schrank. Mit ein paar Hängern. Und ja, ich habe die Aussicht hier auf den Hof, aufs Restaurant. Genau, also ja, hier ist noch ein Schrank. Und safe. Ja, also das Campanile ist eigentlich ein solides Partnerhotel, muss man sagen. Ich meine auch, die haben renoviert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sieht auf jeden Fall alles relativ neu aus, seit ich das letzte Mal hier war. Und ja, 150 Euro Shuttle und ist inklusive und Frühstück. Da kann man nichts sagen. Ich habe die Mütze wieder angezogen, um mich von euch zu verabschieden, weil meine Haare, ich muss sie jetzt waschen, sieht grauenhaft aus. Nach so einem verschneiten und kalten Tag. Ja, also wie gesagt, das Campanile, muss ich sagen, bin ich schon gerne hier. Es ist natürlich ein bisschen teurer, wenn ich mit den Mädels auch da bin. Sind wir oft auch außerhalb, also noch weiter außerhalb, weil wir dann ein Auto haben. Aber wenn ihr kein Auto habt, so wie ich jetzt hier, ist das Campanile natürlich eine gute Alternative. Was man aber sagen muss, also erstmal auch noch, die Shuttlebusse fahren ab 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts, so eine halbe Stunde Takt ungefähr. Und die Busse nehmen aber noch die anderen Partnerhotels mit, also nicht nur das Campanile, sondern auch das B&B und das Explorers. Das heißt, die Busse können zu Peakzeiten auf jeden Fall sehr voll werden, nach dem Feuerwerk zum Beispiel oder morgens, wenn der Park öffnet. Also das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. So, ich gehe jetzt duschen, damit beende ich den Vlog. Morgen wird es auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Drohnenshow und nehme euch natürlich mit. Die Drohnenshow wird aber wahrscheinlich auf jeden Fall schon online sein. Könnt ihr euch mal anschauen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.